So, Moinsen, willkommen zum neuen Video. Diesmal wieder ein Kroni-Test der HW45. Wir fangen an mit 3 Schuss erste Spannstufe. Da müsste die theoretisch so also 120 Meter die Sekunde machen. Hier ist das wunderbare Schmuckstück. Hey. Richtig schwer und massiv. Okay, geschossen wird wieder hier mit. Goal, Starter, 0,45 Gramm. 0,45 Gramm. Okay, machen wir mal. Erste Spannstufe. Nehmen wir an. Komma 338 Meter. Und der zweite Schuss. 4,237 Meter. Und jetzt der dritte Schuss mit der ersten Spannstufe. 3,933 Meter. So, kommen wir zur zweiten Spannstufe. 6,469 Meter. Hier auch wieder 3 Schuss, also 2 noch. Und der zweite Schuss. 6,5, 171 Meter. Und jetzt der dritte und letzte Schuss. 6,8, 175 Meter. Ja, nicht? Das soll es gewesen sein für den Kroni-Test der HW45. Auch ja, ziemlich konstante Ergebnisse für eine Federdruckpistole. Ja, gibt es nicht mehr zu sagen. Qualität ja, von Weihrauch halt. Die ist echt super, die Pistole. Wer Geld über hat, ist ja nicht gerade wenig Geld, was die kostet. Kann man die kaufen. Ja, das war's. Ich bedanke mich. Ja, wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Kommt ins Forum. WPU. Sind nette Leute. Ja, okay. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Video.